Und da geht es weiter mit Fallout. Kirvin. Also, wir sind, glaube ich, ziemlich vollgeladen. Wir haben ja eben in ArcChat Systems Ultra Rambazamba gemacht. Deswegen porte ich mich mal kurz nach Home. Wir haben alles noch keine neuen Leute. What the fake? Die anderen zwei da, die kamen ultra schnell und jetzt kommt keiner mehr. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Na, wir gucken mal, was da los ist. Vielleicht ist die Stadt nicht einladend genug, ich weiß es nicht. Jetzt haben wir diese Power-Ding vom Dance erhalten. Ich Wartet bin mal. da. So, Gerade und. beschäftigt. Ja, ich wollte gar nicht mit dir sprechen, du Monkulus. Halt! Ah, ich dachte, da schießt jemand. Hey, Hi, Dark warte Meat. da. Fuck, Doggy, das ging in die falsche Richtung. Wenn ich jetzt hier auf Schrott gehen und auf alles nehmen, habe ich dann wirklich. Dann nehme ich ihm auch jedes Mal seine verschissene Rüstung. Ich will mich da nicht durchklicken. Doggy, Doggy, Dagen. Hey. Hallo? Bist du dumm? Kommst du mal daher? Hier drüben. So. Leichte Hunderüstung. Gut. Lass uns mal ganz kurz schauen, ist das für uns auch stärker? Ajo. Aber wir haben mal diesen ultra coolen, diese Postbotenmütze auf, ne? Die ist schon richtig sick. Aber naja, wir müssen halt schon ein bisschen auf die Schutz gehen, weißt? Auf den Schutz. Ich denke, das hier ist ein guter Mittelweg. Ja, ich kann mich jetzt nicht angucken. Hey. Hey, der. Stages. Just Ich wait a will nur ein second. bisschen handeln. Wait a second, bro. So. Hier ist der Armeehelm für dich. Sei lieber Oh, vorsichtig. richtig sick, mein Ich kann Freund. Sachen reparieren. Bei Leuten ist das So, Ich will Snitch. nur ein bisschen handeln. Du bekommst die ultra coole Mütze des Todes. So. Ich hasse Oh, nichts mehr als sick, sick. Löcher, Ich will nur ein bisschen handeln. Und du bekommst auch etwas Schönes, und zwar nichts. Wirklich. Hä? Ach so, ich habe echt alles schon verhuddelt, alles klar. Allein sein. Gut. Ach so, halt. Und Hier ich kann geht euch das hier natürlich noch. langsam wie eine. Warte mal. Ich habe doch jetzt ganz viele Wumme dabei, ne? Ach gut, was habe ich denn da? Richtiges Zuhause aus. 10 mm Automatik. Ich habe ja schon geguckt, die meisten Leute hatten ja. Scheiße. Hatten ja schon Waffen. Ich leg die jetzt einfach mal weg. Big Jim natürlich auch. Jetzt müssen wir genau schauen. Die Laserpistole machen wir auch weg, denn wir haben gesagt, dieses ultra krasse Ding vom Knilch. Genau, rechtmäßige Herrschaft. 27. Die war schon deutlich krasser. Und da können wir auch die Institutpistole weglegen. Was haben wir denn hier? Das nehmen wir auseinander. Ja, und die doppelläufige Schrotflinte. Hä? 47? Zachary, wo bist du? Zachary. Zachary. Müsstest du eigentlich bei S sein? 47. 39, Darius. 39, Darius. Gut, die kloppe ich noch weg. Die kloppe ich jetzt einfach hier. Verscheiße ich ganz unten. Zack. Nein. Verschaffe, ja. So. Essenstechnisch haben wir auch schon ein bisschen reingedödelt. Oh, nicht wirklich. Haben wir echt noch so viel Scheiß dabei? Ja, gut, klar, das Ding wiegt jetzt halt nochmal wieder 5 Kilo mehr, die wir grundsätzlich dabei haben, aber so an sich. Coca-Cola. Ist jetzt aber auch alles nicht so ultra tragisch, ne? Wir haben einfach sau viel zu essen und Drogen und so Zeug dabei. Apropos. Wir können uns ja erstmal noch einen Redex reindrücken. Red Away meine ich. So. Und dann auch geschwind vollfuttern. Ah, warte mal. Wo ist die Kochstation da unten? Können wir da einiges kochen? Und da muss ich halt einfach aufhören, Fleisch aufzuheben. Ich bin aber auch echt bescheuert. Ich renne rum und sammle Fleisch auf den ganzen Tag. This is not good. Das ist keine Gurke. So. So. Wo habe ich das schon wieder gefunden? Diese Köter-Geschichten. Habe ich hier aus Kevin rausgekloppt? Kevin. Kevin, just stay the Kiev. Gut. Ja, jetzt sind wir natürlich nicht wirklich leichter geworden. Aber egal, wir gehen ran. So. Daten. Wir haben hier noch diese zwei Missionen. Hört ihr das Karawanen-Notsignal an? Okay. Und Semper Invicta. Kehre zur Polizei. Wir gehen mal zurück zur Polizei. Da bekommen wir bestimmt noch irgendwas in die Hand gedrückt oder so. Wir haben ja bei Covenant auch noch einiges, ne? Die Covenant-Story können wir auch noch dann fertig machen. Aber ich gehe erstmal ins Polizeirevier, damit wir einfach da anfügen können oder dort weitermachen können, wo wir stehen geblieben sind.
Der Dance ist mittlerweile ja wahrscheinlich nach Hause gelaufen, hoffe ich doch. In seiner ultra fetten Rüstung. Findet ihr es eigentlich schlimm, dass ich die Rüstung nicht benutze? Ich habe vor kurzem irgend so ein Analysevideo gesehen. So ein Fallout 4 Analysevideo. Und da hat er auch gemeint, dass diese Sachen sind schon eine coole Idee, diese riesigen Rüstungen. Aber an sich engen die einen zu sehr ein, oder? Das ist irgendwie nicht so ganz das Wahre. Man will dann doch lieber so rumlaufen, wie man rumläuft. Naja. Mal wieder ein weiterer Ladebildschirm. Sehr schön, sehr schön. Es ist halt einfach nice, wenn man so Ladebildschirme hat. Die lohnen sich auch einfach mal. Ja. Schön, dass Sie noch leben. Hat es geklappt, Sir? Die Mission ist abgeschlossen. Ja, ich war dabei, hallo. Endlich mal gute Neuigkeiten. Gute Arbeit, Sir. Ich habe das nicht allein geschafft. Kanan, Reese, begrüßt den neuesten Rekruten des Erkundungs. Los, begrüßt mich. Vielversprechend. Die Figur? Mit der richtigen Führung hat er das Zeug dazu, einer der Besten zu werden. Alter, wie schön ich bin. Begrüßt ihr mich jetzt mal? Ihr Pisspantoffeln? Ich mach einen Witz. Ich bin nur wegen der schicken Uniform dabei. Ach ja? Und ich dachte, du wärst beigetreten, weil du eine Aufgabe, einen Sinn gesucht hast. Also hast du beschlossen zu bleiben. Ich bin direkt aggressive. Ich hatte erwartet, dass du dir deine Belohnung holst und dann verschwindest. Tja, sarkastisch. Na komm, umarmen wir uns und beenden die Sache. Was meinst du? Du kannst sagen, was du willst, du harter Bursche. Es wird viel mehr als eine abgeschlossene Mission brauchen, um mich zu beeindrucken. Reese, das reicht. Tja, ich bin eine Schildkröte. Ob es dir passt oder nicht, ihr werdet lernen müssen, zusammenzuarbeiten. Genau, Reese. Und du solltest dir klar machen, was es bedeutet, zur Bruderschaft zu gehören. Wir sind keine Söldner. Wir sind eine Armee. Und wir haben unser Leben einem... Wenn du weiter bei uns bleiben willst, musst du diese Grundsätze ohne geplant. Widerspruch befolgen müssen. Gut, verstanden. Ich habe militärische Erfahrung, du Bitch. Keine Sorge, ich war schon mal in einer Armee. Keine Sorge. Wunderbar, dann brauche ich keine endlose Ansprache zu halten und kann direkt zum Punkt kommen. Ich verlange nur zwei Dinge von den Leuten, die unter meinem Kommando stehen. Ehrlichkeit und Respekt. Gut. Du fügst dich in die Gemeinschaft ein. Ich gebe dir einen Befehl, du befolgst ihn. So einfach ist das. Bevor ich dich für weitere Aufgaben zu Halen und Reese schicke, gibt es noch eine Sache zu erledigen. Von diesem Tag an sollst du den Rang Anwärter tragen. Das ist nur ein Ausbildungsrang. Höhere Ränge darf ich nicht vergeben. Danke. Danke. Du musst dich nicht bedanken. Erfüll einfach weiter deine Pflicht, Soldat. Ad Victoriam, Anwärter. Er weiß doch nicht mal, was das heißt, Halen. Ad Victoriam bedeutet zum Sieg. Für uns ist eine Niederlage nicht hinnehmbar. Denn wir kämpfen für die Zukunft der Menschheit. Unser Schlachtruf ist viel mächtiger als jede Waffe, die du dir vorstellen kannst. Merk dir das. So, und jetzt melde dich bei Halen oder Reese für deine nächste Aufgabe. Wegtreten, Soldat. Jawollo, Prollo. Bitch, Halen oder Reese? Gut, raus damit. Was für eine Nummer ziehst du hier ab? Alter, ich fick dich gleich mal richtig kaputt, mein Sohn. Nummer? Was meinst du? Normalerweise durchschaue ich Menschen auf den ersten Blick. Aber du bist anders. Und das nervt mich ohne Ende. Du bist nicht fürs Militär gemacht. Du bist ein Einzelgänger. Also kapiere ich nicht, warum du noch hier bist. Du hast, was du wolltest, also warum ziehst du nicht weiter? Ich brauche halt einfach mal Geld. Die Bruderschaft könnte meine beste Chance sein, meinen Sohn zu finden. Nun, das ist tatsächlich ein ziemlich guter Grund. Ja, reiß mal schön die Augen auf. Gut, ich will mal nicht so sein, weil Dance dir vertraut. Danke. Aber wenn du aus der Reihe schlägst und meine Brüder und Schwestern in Gefahr bringst, sorge ich dafür, dass du das bereust. Also, bereit für deinen Auftrag? Na, Sichi. Ja, locker. Bereit. Dann hör zu. Ob es dir gefällt oder nicht, eine unserer wichtigsten Aufgaben im Commonwealth ist die Müllbeseitigung. Ich rede von Mutanten, Ghoulen, Synths, den Ausgeburten, die die verdammten Eierköpfe mit ihren Spielzeugen erschaffen haben. Es ist ganz einfach. Ich schicke dich zu einem Ziel und du vernichtest alles, was sich dort häuslich eingerichtet hat. Alle Einzelheiten findest du direkt hier. Ja, moin. Komm erst wieder, wenn die Aufgabe erledigt ist. Gut. Er sagt nicht, wohin ich... Achso, alle Einzelheiten finde ich hier, okay. Entschuldigung, gelehrte Halen. Zeigt dir Rice noch immer die kalte Schulter? Das war ein unglaublicher Kampf, nicht wahr? Rice... Zu sehen, wie es diese Ghule zerfetzt... Hallo? ...war das Beste, was mir seit Wochen passiert ist. Hat man dir je gesagt, dass du total süß lebst? Warum hast du mich? Dass ich total süß, was? Rice gehört mit Leib und Seele der Bruderschaft. Für ihn gibt es sonst nichts. Sie ist seine Familie, sein ganzes Leben. Wenn etwas anderes auf den Plan tritt und ihm in den Weg kommt, schiebt er es beiseite.
Läuft da was zwischen euch? Ja, wahrscheinlich geht es ja nicht, weil ich so uncharismatisch bin mit meiner Hackfressenmaske. Läuft da etwas zwischen euch beiden? Das geht dich nichts an. Ach. Schau, gib Rice einfach ein wenig Zeit. Er wird sicher erkennen, wie wertvoll du für uns bist und zu Sinnen kommen. Bist du bereit, deinen ersten Auftrag anzunehmen? Na klar, was frägst du mich zum Play? Guck mich mal an, wie ich aussehe, hallo? Ich erzähl dir, was zu tun ist. Allzeit bereit. Eine der wichtigsten Aufgaben der Bruderschaft ist das Finden und Erhalten von Technologie, die bei den Bombenabwürfen verloren ging. Ich habe eine Liste mit Orten, an denen sich Artefakte befinden. Hol sie, damit unsere Gelehrten sie katalogisieren und studieren können. Hier, mit diesen Informationen solltest du dein erstes Artefakt finden können. Okay. Viel Glück und sei vorsichtig. Okay, gut, Quartiermeister. Wir haben jetzt beide Missionen von Ihnen erhalten. Zwei weitere neue. Ich gehe jetzt hier wieder raus, weil ich glaube, es gibt sonst nichts mehr. Guck mal, ich kann Sie anquaken, aber ich denke, dann fragen Sie nur, warum ich noch nicht fertig bin mit der Mission. Ich habe jetzt schon mit dem Gedanken gespielt, ob wir nicht mal zwischendurch jetzt einfach den Begleiter wechseln sollten. Ich weiß, Dogmeat ist schon echt ein cooler Hund. Also wortwörtlich, aber jemand anderes wäre schon mal einfach eine nette Abwechslung, weil Dogmeat auch nicht so viel spricht. Man muss halt einfach sagen, dass die ganzen Menschen und auch die Roboter und so, die sprechen können, dass die halt was sagen. Also die oft mit dir, manchmal sprechen sie dich an oder sie sprechen was über die Situation und Dogmeat macht halt nur wow, 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 wow. Und das ist halt nicht so, ich weiß auch nicht, irgendwie ist es nicht so nice. Meint er nicht auch? Das ist nicht so nice. Ich werde ihn jetzt einfach nochmal... Nee, wisst ihr was? Ich ändere das jetzt mal direkt. Ich will einfach mal... Wir nehmen mal Cotsworth mit, okay? The Cotsworth. Wir schauen mal, was der so macht, was er so drauf hat. Guck mal, da den Skillprügler, den brauchen wir einfach mal. Den brauchen wir. Richten Schläge mit Schusswaffen mehr Schaden an. Wer macht denn sowas? Wer schlägt mit Schusswaffen? Keine Sau. Ich habe irgendwann mal ein Video gesehen, wo erklärt wurde, welche Skills man so am ehesten skillen sollte. Und das war eine der Skills, die am unnötigsten sind. Also, es wurde zumindest in dem Video gesagt. Ich will da jetzt kein Urteil treffen, aber es stimmt schon. Kurz Wunz. Was ist mit euch los, Hunden? Und die Waffe in der Hand? Was machen die? Ach, das sind die Karawanenwächter, ne? Oder? Karawanenwache? Hallo. Ja? Ja? Was? Ich will nur ein bisschen handeln. Okay. Ja? Ja, ne. Achso, ich dachte, die hat 8 Kilo Geld dabei. Ja, das ist super. Kurz Wims. Der ist wahrscheinlich bei uns im Haus, ne? Ja, ich glaube, der chillt einfach bei uns im Haus irgendwo rum. Kotzi. Ich will doch jetzt schnell weitermachen, Konstanze. Wo ist der Sack, der kleine Ballsack? Konselwünsel? Kins? Kopf? Hallo? Hä? Ach komm! Da hinten hockt auch jemand im Haus und versteckt sich. Ist doch scheiße. Der kann jetzt überall hier drin sein, oder was? Oh, Leute, das ist aber kein guter Aufbewahrungsort hier für den Brahmin. Das ist nicht sehr gesund für das Tier. Bitte. Ah, ja, Konz! Oh, die Grafik! Code. Oh, apropos die Grafik, ich muss mal. Oh, nicht wirklich. Ich wollte jetzt gerade hier sagen, ich muss mal die Rotoren hochdrehen bei meinem Bait sehen. Hey, Cotsworth. Aber der ist noch nicht mal heiß. What the fuck? Das Spiel ist halt überhaupt nicht fordernd. Ich hoffe, Sie konnten Hilfe entkommen. Ja, läuft. Achtung. Neue Freunde? Könnte man so sagen. Mhm. Davon kann man heutzutage nie genug haben. Ich bin zwar nicht Mr. Guts. Ah! Es wäre mir aber eine Ehre, Sie im Commonwealth zu begleiten. Die Entscheidung. Wir waren doch nicht mal so weit. Ja, komm mit mir. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und wisst ihr, wo wir Monsieur Doggy hinmachen? Keine Sorge, Junge. Dein Herrchen ist in guten Händen. Du hast gar keine Hände, du Lügenbaron. Den lassen wir nicht hier, bei der abgefragten Koks-Oma, sondern wir schicken ihn zur Red Rocket-Gaststätte. So, das schreibt sich bitte auch der Schreiberling wieder auf. Vielen Dank. Guck mal, er ist doch nicht mal traurig. Nee, komm, er ist nicht traurig. Gott, ich hab noch nie so einen traurigen Hund. Ah, jetzt. Jetzt freut er sich. Kurz. Hey. Hey. Ich wollte gucken, ob er irgendwas dabei hat. Nee. Gut. Jetzt, nur mal kurz, Interesse halber. 0 Leute. Da brauchen wir halt noch diese Satellitenstange da, ihr wisst schon. Aber, wir gehen jetzt hier runter. Oder halt
weiß ich nicht, hier irgendwo hin und... Ich weiß nicht, oder sollen wir nach Diamond City gehen? Wisst ihr was, wir gehen weiter runter nach Diamond City. Dass wir auch einfach nochmal Storyline-technisch ein bisschen weiterkommen. Weil wir jetzt, ich glaube, wir sind bei Folge 26 jetzt hier. Und wir haben echt bis jetzt noch nicht so viel von der Story erlebt. Wir haben schon eher das Ödland durchwandert und Leute gemetzelt. Und manchmal Kevin geschlagen. Ja, da geht aber eigentlich deutlich mehr. Auch an Schlägen für Kevin. Aber jetzt haben wir ihn ja erstmal weggeschickt. Jetzt werde ich den Code ein bisschen verkloppen. Ich bewege das noch kurz hin und her, dass ihr das besser seht. Oh. Also, Konzi. Bist du bereit, Grunz? Eindrucksvolle ja. Befestigungen. Das ist hoffentlich nicht schlecht für uns. Merkt ihr was? Das hat schon irgendwie was, oder? So ein Robocock, der so ein bisschen mitlabert. Komm. Auch wenn es jetzt gerade nicht Richtung Diamond City ist und ich genau das Gegenteil von dem mache, was ich gerade gesagt habe. Da hinten wird geschossen. Ich bin wie so ein Kind. Wir gehen jetzt nach Diamond City. Guck mal, ein Eichhörnchen. So bin ich. Shit. Komm. Code. Code Swins. Fucking shit. Nix, da was das sein. I'm your hairy mother. Or I'm hairy potter. Okay, easy Granatenwurf. Oh Gott, ich bin so ein Meister. Ich habe nichts getroffen. Cotsworth. Oh fuck. Cotsworth. Boah, ich habe ihn sogar getroffen. Ja, guck mal, er hat eine Kettensäge an sich dran, Alter. Richtig aggressiv. Cotsworth? Cotsworth, verschießt. Ja, hier. So eine Alter Cotsworth! Ich nehme wieder Kevin mit, du Bastard. Habt ihr diese Tuschierung gesehen? Oh. Halt. Brennt der Truck? Nee. Er hat einfach meine Granate weggeschubst. Befehle der Supermutanten? Alles klar. Befehls of the Supermutants. Ich bin so dumm, das ist doch Grund. Töten, plündern, zurück. Es sind natürlich sehr komplizierte Wesen. Das muss man ihnen auf jeden Fall lassen. Ne? Höchst komplizierte Geschöpfe. Der nicht wirklich der Natur... Halt. Ein weiterer Roboter. Vielleicht heißt das ja... Warte mal. Oh, jawollo. Wir haben hier eine College-Verwaltung. Wir gehen jetzt hier noch nicht rein. Wir entdecken die Orte weiterhin und durchforsten dann wieder alles. Ne? Es gibt da überall eine kleine Story. Es versteckt sich fast überall eine kleine Story hinter den Gebäuden. Selbst hinter Gebäuden, die keine eigene Ladezone haben, so wie das jetzt hier. Das war einfach jetzt dieser Schuppen, wo sich die Supermutanten gefetzt haben. Wahrscheinlich haben die auch den Roboter gekillt. Und hier ist Mucke an. Guck mal hier, die haben hier eine richtige Butze gehabt. So. Ich nehme hier wieder... Oh. Habt ihr das gehört? Scharfschützengewehr. Wir checken das mal kurz ab, auch wenn es auch schwer ist. So. 38, aber unseres hat irgendwas mit 40, ne? Unser langes... Free Haircut hieß es, genau. 48, ja. Ich mach das hier wieder weg. Das ist vor allem eins mit kurzem... Oder ich nehme es mit und ich weiß aber, was ich weggebe, wenn wir voll sind. Ich gehe hier runter. Hier ist wohl noch ein Gegner drin. Das klang zumindest gerade so. Schnell, wir machen hier zu. Haha. Dass wir nicht flüchten können. Ich hatte kurz, hier wäre Benzin auf dem Boden. Wow. Kreml hat es kurz gezuckelt. Da liegt noch eine Pistole rum, die brauchen wir aber nicht. Klebeband natürlich mitnehmen. Halt und die Aluminiumdose. Aluminium. Krass, wenn man jetzt hier so hinguckt, dann sieht man echt, wie ultra gut die Auflösung ist. Das sieht schon wirklich nice aus. Warte mal. Wow, ich guck die ultra schlecht gepimmelten Räder an. Und spreche von der extrem guten Auflösung. Ich bin schon ein Paradebeispiel, ne? Von da sind wir gekommen. Wir gehen mal noch. Ach, Cotsworth macht diese komischen Helikoptergeräusche, oder? Warte mal, hier waren wir ja schon in die Richtung. In die Richtung. Also wir sollten doch eher hier runtergehen. Ich hab doch hier ein Ding noch labern gehört. Ihr habt's doch auch gehört, ne? Boah, den nehmen wir mit für den Kevin. Das ist ja total süß. In Rot. Ach Gott, ist das schä. Ach Gott, ist das schä, ne? Ist das schä texturiert da hinten drauf? Gut, es ist einfach eine Mauer. Okay. Ich hatte das ja einfach so Matschepampe. Ja, ich habe heute
Heute kamen ja ultra viele Kommentare rein. Es gab das, was heißt heute? Also für mich ist es nur noch heute. Ich nehme jetzt gerade an dem Tag das Video auf, wo ich auch das Trilux-Video online gebracht habe mit seinem Bann. Und es kamen aber auch überraschenderweise sehr schnell einige Kommentare auf das letzte Fallout-Video. Lächelnde Larry, Gott, bin ich behindert. Und jetzt würde ich mich doch mal... Wer schaut hier alles zu? Gibt es ja auch einige Leute, die nicht kommentieren und noch zuschauen. Das wird das Ganze noch mal ein bisschen awesome-nesser machen von der Kommentaranzahl her. Wobei es, wie gesagt, heute schon echt einige waren, auch sehr schnell. Ach so, aber ihr habt noch nicht geantwortet, ob jetzt dieser Modus, dieser Tracer-Bullet-Modus, der sieht so aus, als wenn ich diese Mod noch nicht geladen hätte, kann das sein? Ich laber mal kurz an. Hallo. Wie wär's mit einem Handel? Ja, moin, da bin ich dabei. Hey. Handle. Wenn der Lächelnde Larry es nicht hat, brauchst du es wohl nicht. Doch. Sehr wohl. Wir verkaufen dir mal dieses Scharfscheiß-Jivi. Bumm. Und die Rotzange. Bumm. Und das hier. Bumm. Und das habe ich vorhin einfach noch behalten. Vielleicht können wir ihm auch einfach hier so Scheiß verkaufen. Das Zeug ist einiges wert, ne? Guck mal, ich verkaufe ihm hier mal 3 Stück. So. Davon auch 3 Stück. Wir haben ultra... Also sobald wir irgendwo hinkommen, wo wir wirklich mal... Ne, hier ein Pilz nicht. Ne. Wenn wir irgendwann mal wohin kommen, wo wir wirklich Geld haben müssen, dann haben wir es einfach schon. Ich habe jetzt schon viel zu viel. Ach, scheißegal, ich nehme das an. Komm, ich bin einfach großzügig. Ich habe mir jetzt Chat geschenkt wahrscheinlich. Ich bin so ein Holzkopf. Was haben wir denn hier vorne? Warum ist denn hier irgendwas markiert? Ach, das ist das Polizeirevier. Naja. Kotzwörns, komm doch mit. Krumpelbump, folge mir. Hier ist noch irgendwas. Da ist es so heller, da ist einfach ein Feuer. Hinter Kischt. Da ist ein Diner. Auch sehr nice. Mit einer Ladezone. Ja, College Diner. Ich speichere mal zwischendurch, richtig. Hab immer so ein bisschen Schiss, dass diese Schnellspeicherstände nicht so ganz das Wahre sind. Die überschreiben sich auch immer grundsätzlich. Du machst wohl Witze. Oh. Nee. Das sind keine Witze, du Cacknase. Aber ich hab voll viel... und wir haben noch unseren Dreckpuster, Rich. Warte. Ja! Hallo! Ja! Wo ist, sind noch mehr Leute? Keine mehr da. Ach, schade. Ah! Das ist schon geil. Wir müssen unbedingt öfter mit diesen Drogen spielen. Das hört sich jetzt ganz komisch an, aus dem Zusammenhang gerissen. Aber wir müssen öfter mit den Drogen spielen. Da vorne wird geschossen. Ich sage voraus, ein Kampf zwischen Supermutanten und sind... Oh, ist das hier? Ach so, das geht dann in dieses... Das gleiche Karawanenviech wie gerade eben. Wo schießt denn da? Wer schießt denn da? Oh, hallo. Also ich muss auf jeden Fall... Ach du Scheiße. Nein. Ich muss das Jetzeug auf jeden Fall auf eine... Cotsworth, wo bist du eigentlich? Wenn ich dich brauche, bist du nicht da, du Sackgesicht. Oh. Und der nächste. Komm, der kriegt jetzt einen Critical. Vielleicht krieg ich einen Critical hin. Warte, wie geht es? Hier. Mit Leertaste. Boah! Nee, nicht noch alle am Leben. Ich habe nämlich alle geschnitzelt gerade eben. Aber du hilfst mir ja nicht. Wer hat jetzt hier gerade um sich geschossen? Wo, warum, wer, wie, was? Das sieht aus wie eine ultra krasse Festung von Mutanten. Hier geht es wahrscheinlich gut ab. Können wir da durch? Ja. Okay. Unendliche Weiten. Es ist einfach so nice. Es gibt so unglaublich viel zu entdecken. Ich versuche jetzt aber trotzdem ungefähr die Richtung von Diamond City einzuschlagen, sonst... Oh shit, ich glaube, wir können doch nicht nach Diamond City. So, Granaten sind ausgewählt.
der ultra leise Revolver ist ausgewählt. Mit diesem können wir Sneaky Kills machen. Das könnt ihr gar nicht glauben. Warte, wir machen noch Chat. Wir machen Chat noch auf. Es ist zu wenig Platz. Es ist einfach zu wenig Platz hier. Ich wähle Chat halt einfach. Aber nicht jetzt. Jetzt ist er aus meiner Sicht rausgelaufen. Ich bombe ihn gleich weg. Fuck. Was war denn das? Der hat gerade eine Blähfliege gesprengt. Der Cotsworth. Okay. Alles klar. Ich sehe schon Geister. Ah, Bitch. Get out my way, Bitch. Hallo, ich wollte eigentlich einzoomen, aber egal. Bitch. Ich sneak umher wie ein Bär. Ah, hier oben, das wär's gewesen. Hätte ich richtig chillig runterballern können. Naja. Aber Cotsworth ist auch ein bisschen laut. Muss man schon sagen, er ist ein bisschen laut. Geschafft. Ich hoffe, das ist für euch jetzt nicht schlimm, dass ich den Kevin weggegeben habe. Es ist halt einfach echt, Irgendwann wirst du nachladen müssen, Arschloch. Hast du mich... Arschloch zu mir gesagt. Hat der Mann gerade eben eine weibliche... Jawohl, Volltreffer. Man nennt mich auch Utility King, selbst hier bei Fallout, nicht nur bei CSGO. Glaubst du etwa, du kannst hier gewinnen? Nein, das glaube ich nicht, mit dem komischen Dialekt. Ach, scheiße. So, Cotsworth hat einen Moll, einen Flammenwerfer. Er ist richtig verrückt. Guck ihn dir an. Autsch. Und er scheint auch etwas mehr auszuhalten als Mademoiselle Hundi. Das haben wir schon gelootet. Achso, ich bin ja generell in einen geschlossenen Raum gefallen. Also nicht geschlossen, aber Kurz, hast du meine Übergranate gesehen? Hast du diesen Überknaller gesehen, den ich da geschmissen habe? Das war einfach nur sick. Der Raider da hinten hat sich richtig gefreut. Guck dir an. Beinchen weg, so gehört sich das. Ich habe die Himmelsrichtung schon wieder vergessen. Ja, das ist klar. Wir müssen hier Richtung Süden. Da ist auch gleich eine Brücke, über die wir gehen können. Da vorne. Yay. Oh fuck. Ach, fick doch meine Granatenskills. Oh. Kurzwins. Alter, er ist einfach vor mir. Ich so erschreckt. Okay. Kotzi-Botzi. Fast down. Cool bleiben. Wir haben natürlich unsere gekillte Red Kakerlak dabei. Wir haben Hundefutter in der Dose dabei. Sehr schön. Köterkeule. Okay, das hat uns noch nicht ganz voll gemacht. Noch eine Köterkeule. So. Ich habe fast keine Muni mehr für die Dinge. Sag doch mal was, Leute. Boom. Ich weiß nicht, ob ich da durchschießen kann. Wahrscheinlich nicht. Ich gebe jetzt eine Kritik ins Gesicht. Achso, wir haben gerade keine kritische Ding. Ich glaube, das war so eine Art Kritik. Oh, scheiße. Sie backt einfach in den Boden rein. Nein, ich will dich looten. Sehr gut. Jetzt kannst du dich ruhig in den Boden reinpacken, wenn du willst. Wir haben hier ein Bürogebäude. Nice. Alter, der Cotsworth geht richtig ab. Halt. Oh, schon tot. Ey, der ist so krass drauf, der Kerl. Okay, warte mal. Ich weiß, dass wir eigentlich gleich da rein müssen, aber ich will kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ja, da falle ich einfach runter. Wahrscheinlich kann man hier vorne aufschließen. Hoppala. Scheiße. Oh, da war eine Mine. Ich hab sie im Augenwinkel gesehen. Ah, die habe ich natürlich... Aber die habe ich gesehen. Aha. Alles klar, wir müssen da noch hoch. Ich weiß, die Folge ist eigentlich zu Ende, aber ich will das noch machen. Wir bauen Camps, ja. Ich habe 8 Kilo Camps dabei. I'm a Cam Deal. Und jetzt bin ich gleich bei euch. Tschüss.
Ah, noch schnell einen Schluck getrunken. Okay. Er ist behindert, er schmeißt in einem geschlossenen Raum. Alter, ist der noch ganz sauber? Er schmeißt in einem geschlossenen Raum. Boom. Boom. Komm schon. Hardcore Critical. Oh, geil. Was, ich hab Kot in den Augen? Dann sollst du halt, sollst du lieber mal die Hände waschen. Nach dem Putieren, bevor du dir ins Gesicht greifst, du Vollidiot. Aha. Was zum Teufel war das? Ist da schon wieder einer reingekommen? Ha, scheinbar nicht. Hier drüben geht's weiter, da kommen wir auf diese Brücke, glaube ich. Die eben, wo die rumgeschossen haben, die Gauner. Ich habe mir immer vorgenommen, alles so zu durchforsten. Und ich muss sagen, ich habe das vor allem hier in der Stadt selbst, habe ich das nie gemacht. Ich war nie überall. Ich habe Sachen zwar entdeckt, dann bin dann mal weggelaufen und habe sie nie richtig durchforstet. Und das ist halt einfach wichtig. Das ist ein A und O bei Fallout, ne? Ganz wichtig. Ach, fuck, und ich muss jetzt echt auch gleich noch ins nächste Teil. Es war heute wieder so viel los. Ich konnte jetzt gerade am Ende des Tages um... Also Anfang des nächsten Tages eigentlich... Wow! Bist du jetzt echt da unten, du Sackratte? Ajo. Jetzt ist er da unten, warte mal. So. Ende des Tages mal wieder. Ich würde eigentlich gerne Stunden aufnehmen. Aber ich kann nicht. Ist morgen früh los. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh Gott. Okay, möglicherweise sind wir gleich tot. Die hat, ich glaube, einen ziemlich krassen Bums. Die Olle. Wir versuchen ja direkt die Waffe aus der Hand zu schießen. Okay, kurz mal, zündet sie an. Die hat eine Snipe in der Hand. Sie sniped einfach auf Close Range. Nee, nicht runter. Ach du Scheiße. Okay. Komm, vielleicht können wir einen Kopf trippeln. Ah, erstmal schön daneben geschossen. Jawohl, nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da ist irgendwo ein Geschütz. Ah. Nämlich unser Ding. Okay, ich treff's nicht. Warte kurz. Schatz, was? Siehst du das da unten? Willst du nicht auch mal. Achso, das ist ja nicht zum Schießen, ne? Ob dein Molly, dein Flammenwerfer vielleicht bis dahin reicht? Wahrscheinlich nicht. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Jawohl, das hat sich gelohnt. Die Bude haben wir ordentlich ausgeräumt. Gut, gut. Weiter geht's dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.